So, da bin ich auch schon wieder zurück. Hoffentlich klappt jetzt alles soweit, wie ich das haben will. Ja, wir haben im freien Trainer immer noch wieder ein kleines Verbindungsproblem gehabt. Sollte eigentlich jetzt behoben sein. Ist kein Problem, muss ich halt wieder ein bisschen beschneiden. Das sollte aber, wie gesagt, easy peasy kein Problem sein. Sollte durchaus klappen. Gut, wir sehen rein ins Qualifying. Freie Training haben wir absolviert. Als erstes, dreimal erster, passt. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. In den letzten Jahren gab es viel Gerede um den Reifenverschleiß. Einige meinten, dieser wäre hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen, oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Genau, und damit bin ich auch schon wieder zurück. Jetzt bin ich wieder an Bord. Und ja. Genau, Reifen, deswegen haben wir das auch letztes Mal getestet. Jetzt, wie gesagt, sollte es kein Problem sein. Einfach mal, dass wir jetzt zur Strecke gehen können. Ja, das Auto kann. Ich würde sagen, wir fahren gleich raus, holen uns die erste Zwischenzeit hoffentlich. Wir fahren hier auf den Superstore, fangen wir an. Tatsächlich von der Letzte sollte kein Problem sein. Ach, die Reifen sind auch richtig schön. Das Auto gefällt mir richtig. Man merkt halt den Unterschied Superstore für den Medium-Reifen definitiv auch immer, je besser die Leute im Medium gefahren sind. Hätte ich eben sogar gestern. Erst die Zwischenzeit 17 Sekunden, 17,6. Das ist genau zu dem. Kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, was die Zeit wert ist. Aber zumindest so nach den ersten Trainingsergebnissen würde ich sagen, wir haben mit haushoher Favorit. Aber mir fehlt das halt, was ich von Monaco nicht geschafft habe bisher. Kein Witz in der letzten Sommer, der hat es auch nicht geschafft. Da habe ich Monaco genauso wenig. Ich bin auch nur 9. geworden. Vielleicht schafft man es ja nächstes. Mal gucken, wenn wir, ich denke, ich könnte sogar noch eine zweite Saison anfangen. Alle hängen mit dem neuen. Dann in einem anderen Team. Wenn man aber ein vernünftiges Vertragsangebot bekommt, dann werde ich einfach von da aus. Na, gehen wir davon aus, dass wir noch ein zweites Jahr fahren. Wenn ich halt Bock drauf habe, warum nicht? Dann ist die Spanne nicht so groß zum. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Wie heißt es, bis für Formel 1 2017 rauskommt? Da sollte ich noch nicht angekündigt, der 16er ist ja gerade auch so rausgekommen, also von daher. Gut, wir haben die erste Zwischenzeit, beziehungsweise die erste Bestzeit gesetzt. Und wir haben natürlich auch schon wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir hier vorne weg sind. Jetzt wird die als 20er, als 21er Zeit gefahren, das ist okay. Wir sind aktuell Erster. Und das passt schon. So, ja, Vorsprung 2,1 Sekunden. Erste Top-Zeit. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Abschnitt.
So, zweite freie Training und ich würde sagen, wir machen auch wieder eine fliegende Runde und holen uns die nächste Pole. Und jetzt müssen wir versuchen, die nächste Pole zu greifen. Natürlich will ich hier Weltmeister werden. Letzte Saison haben wir es geschafft, diese Saison müssen wir es schaffen mit einem etwas schwächeren Team. Und dann vielleicht nächste Saison voll angreifen. Man kann es aber noch nicht sagen. Gehen wir von aus, dass wir noch ein zweites Jahr haben. Dann wie gesagt in einem anderen Team. Für mich mal. Aber da kann ich noch nichts zu sagen. So, vor uns ist Sebastian Vettel aktuell. Den wir ja letzte Saison zum Weltmeistertitel verholfen haben. Oder weniger. Und so kann man auch einen Gegner überraschen. Das darf man jetzt 23-4 und dann wieder auf den Superstoff unterwegs. Sie werden wahrscheinlich auf den Superstoff starten. Die Reifen sind wirklich gut. 23-1 Ricciardo. Aber da kommt ja noch einer. Rosberg hat 21-4. Das ist auch nochmal eine Ansage. 23-D ist kein Problem zu starten. Die 21-D. Oder Rosberg, ja. Easy. Und 23 hat 18er. Ah, was ist das denn für ein Zeichen? Super, das war die schnellste Runde. Zack. Dann kann man auch da weitermachen mit dem nächsten. Wir sind hier klar Favorit. Also es ist ein ganz anderes Spiel als da. Legen wir mal nach Hamilton Rosberg. Die werden wahrscheinlich auch nicht viel sehen am Ende. Q2, raus sind Perez, Sainz, Kiat, Button, Grosjean und Nico Hülkenberg. Und bis auf Ricciardo und Verstappen am Ende haben alle die Supersoft-Reifen drauf. Ihr seht, wer drin ist. Meine Wenigkeit, Rosberg, Hamilton, Raikön, Vettel, Massa, Bottas, Alonso, Ricciardo, Verstappen sind die Top 10. Eine Renault, beide Mercedes, beide Ferrari, beide Williams, beide McLaren und beide Red Bull. Also drei komplette, vier komplette Teams sogar mit drin. Nur halt zwei Fahrer von einem jeweiligen Team. Also vor allen Dingen Alonso auf der 8, das ist für ihn natürlich sehr gut. Für mich kann da mal irgendwie noch dazwischen kommen, aber wie gesagt, sollte das weiter so der Trend sein, vor allen Dingen jetzt im Q3 und beziehungsweise dann im Rennen morgen, sollte das die WM-Führung sein, vor allen Dingen zum großen Teil, zum 12. Rennen. Wir sind ja jetzt beim 12. Rennwochenende sogar schon. Ja, haben wir schon ein ordentliches Stück geschafft. Gut, da bin ich auch schon wieder zurück zu Q3 und ich würde sagen, wir machen noch die fliegende Runde. So. Supersoft-Reifen drauf und jetzt holen wir uns hier die nächste Bestzeit und holen wir uns Pole, Fragezeichen. Wir können auch spannen, bis zum Ende. Wir werden einen Versuch machen. Deswegen gehe ich gerade mal noch ins Menü zurück. Ich will gucken, was die anderen so reagieren. Ich will reagieren und nicht agieren. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Ja, machen wir jetzt auch. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Und versuchen uns auch die Pole zu holen.
Hamilton natürlich die Pole noch wegzunehmen, wäre natürlich ideal. Das wäre natürlich absolut ideal, vorne da die Pole wegzunehmen. Ja, das wird wahrscheinlich ein Kampf bis zum Ende werden, definitiv. Das wird hier nichts wie letztes Jahr, 3-4 Rennen vom Ende oder so, wenn wir Weltmeister werden, das wird wahrscheinlich bis zum Ende drin gehen. Dafür wird ja zu konstant momentan. Ah, shit. Ich hab mich ein bisschen verbremst in der Kurve, weil ich dick zu schnell. Ja, obwohl ich mag die neue Strecke auch, aber ich fand den alten Kurs definitiv besser. Das muss ich mal so sagen. So. Ah ja, easy. Aktuell auf der Pole. Das ist die bislang schnellste Runde. Verstappen. Gott sei Dank bin ich nicht ganz am Ende. Aber eigentlich sollte das auch kein Problem sein. Wir sollten eigentlich klar vorne mit dabei sein. Da bin ich fast sicher. Wir reden nicht schnell in mein Auto. Naja, alles gut, Anne. Alles gut. Wir sind klar vorne. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind ein Renault, Hamilton und Nico Rosberg. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen, genau, einzuschalten. Nicht vergessen einzuschalten, auch wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wir haben jetzt gleich schon wieder das nächste Rennen absolviert. Gut, und wir haben wieder 100 Punkte dazu bekommen. Super, und jetzt haben wir tatsächlich die Führung in der Fahrerdingswertung. Qualifying-Position, ja, die straffrei. Wir haben alles vor ihm und das machen wir noch in den ganzen Rennen. Dann haben wir die Rivalität auch gewonnen. Und wir bleiben natürlich erster Fahrer, also da wird sich nichts mehr drehen aktuell. Wir holen uns doch, hören uns kurz noch die Voicemail an. Was haben wir denn für Vorgaben für das Rennen? Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Genau, wir sollen deine Rennziele für Großer Preis von Deutschland. Schließe das Rennen auf dem 8. Platz oder besser ab, ja. Erreiche das Rennen im Rennen eine höhere Platzierung als Lewis Hamilton, okay. Besiege Kevin Magnussen, auch das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Ziele für die Weltmeisterschaft 8. Platz oder besser, das sollte auch easy zu schaffen sein oder beziehungsweise schon geschafft sein. Ich weiß nicht, wie die Abstände nach hinten sind, keine Ahnung. Gucken wir gerade mal rein, haben wir noch einen Wickel, jo, die Treibstoffeffizienz, haben wir fast fertig. Weil als nächstes würde ich dann sagen, kümmern wir uns um das Chassisgewicht mal, dass wir da auch ein bisschen was haben. Ich guck mal gerade nach hinten. Bis Platz 8 sind es aktuell 122 Punkte. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Vorgabe haben wir fast erreicht. Gut. Ja, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zum großen Preis von Deutschland. Bis dahin und ciao.